So Leute, jetzt testen wir für euch den Nackler Mix Flames. Kosten belaufen sich auf 4,20 Euro bei Shishanil. Der Tabak kommt auch natürlich feucht zu euch. Den Schnitt schauen wir uns kurz an. Ist derselbe wie beim vorigen Video. Sehr, sehr fein geschnitten. Ein paar kleine Ästchen. Aber ansonsten passt das Ganze eigentlich. Wir brauchen hier wieder mit meiner NPS Kaya Wave. Ach, NPS sage ich schon. Ich verwechsel das immer. Alter. PNX natürlich von Kaya. Mit dem Kaya Wave Schlauch und dem Mia Freeze. Außerdem in einem Funnel mit drei Brikos. Ja, nach was riecht der Tabak? Wir schauen uns erstmal die OVP an. Wir haben uns die ganze Zeit gefragt, Flames. Warum zum Teufel Flames? Ja, schaut euch die OVP mal an. Da sind, ich mach mal den Fokus mal an, dass man das auch sieht. Vielleicht mache ich mal das Licht aus. Wenn ihr euch das mal anschaut, ohne Licht sieht man es nicht. Ich mache mal das Licht wieder an. Da sind oben so kleine Alkoholgläser drauf, so Shots. Und so ein kleiner, ich weiß nicht, man sieht es leider nicht, weil das Handy so nicht fokussiert. Jetzt, man sieht oben hier diese kleinen Flammen. Flames, okay, alles klar. Nach was schmeckt das Zeug denn überhaupt? Beziehungsweise nach was riecht es? Es riecht so unglaublich stark nach Zimt. 1:1, wie heißen die Kaugummis? Big Red. 1:1, Wrigley's Big Red Kaugummis. Extrem süß nach Zimt, also richtig penetrant nach Zimt. Man riecht das Zeug schon 10 Meter gegen den Wind quasi. Und so schmeckt das Ganze auch. Sag mal was. Ja, zum Tabak kann man nicht mehr sagen, als Henrik schon gesagt hat. Es ist halt sehr hoch, extrem nach Zimt. Es ist ja eigentlich gesund auf dem Tisch. Ich rieche bis hierhin. Und der Geschmack ist auch sehr stark nach Zimt. Was dieses Flames zu sagen hat, echt auch keine Ahnung. Und ja, wir haben. Ja, wir haben schon länger spekuliert darüber, was denn dieses Flames heißen könnte. Was meint ihr denn? Warum heißt der Tabak Flames und schmeckt nach Zimt? Gibt es einen Alkohol, der nach Zimt schmeckt? Wir haben gerade mal hier den Kollegen von der Bar gefragt, was denn nach Zimt schmecken könnte. Und er meinte Tequila, Zimt. Aber Tequila hat leider zu wenig Alkohol, dass er brennen könnte, wie hier auf dem Bild. Dann haben wir ein bisschen Jägermeister spekuliert. Er schmeckt auch ein bisschen nach Jägermeister vom Geschmack her. Das ist süßliche, alkoholische Note. Aber wir sind uns leider nicht wirklich schlüssig darüber. Penetranter Geschmack. Wenn ihr den Nackler Flames mal raucht, nachdem ihr den geraucht habt, könnt ihr noch die nächsten 5 Kopfhörer, egal was ihr raucht, immer noch Nackler Flames schmecken, weil es sich so unglaublich hart in der Pfeife festsetzt, auch im Schlauch, muss man danach alles komplett durchwaschen. Der ist extrem intensiv und wirklich extrem nach Zimt. Und wenn er euch anbrennt, dann ist es ganz krass, weil dann schmeckt er so krass nach Zimt, dass er auch richtig drückt und richtig krass. Also während dem Anbau hat er auch ein bisschen gedrückt, geht aber eigentlich jetzt. Jetzt schmeckt man wirklich eine klare Zimt raus, ein bisschen. Der Zimt ist so stark, dass man meinen könnte, da wäre Minze drin, weil der macht den Hals sogar ein bisschen frei. Hat vielleicht ein bisschen was von Kaugummi auch. Wie gesagt, diese 1:1 Big Red Kaugummi, wirklich sowas von identisch und krass. Es ist wirklich, ich glaube, das hat ein bisschen was für Leute. Entweder du magst es oder du hast es einfach nur, weil es so unglaublich intensiv ist. Wintertabak. Bitte? Wintertabak. Ja, irgendwie so ein Wintertabak, genau. Irgendwie so zu Weihnachten oder so hat dieses Zimtige, ich weiß auch nicht. Irgendwie, ich finde, das passt ganz gut zu Weihnachten, zu kalten Zeiten. Also im Sommer kann man den nicht rauchen in der Sonne. Ich glaube, da geht man komplett ein. Der Tabak ist extrem intensiv und natürlich total identisch nach diesen Big Red Kaugummis.
ich würde sagen, probieren, denn sowas krass Identisches und extrem Geschmackvolles, sag ich mal, sieht man wirklich nur selten. Es ist natürlich Geschmackssache, ob man diesen Zimt denn mag, aber der Nackler Flames hier für 4,20 Euro bei shisha-nie.de solltet ihr unbedingt mal testen. Ist wirklich sehr außergewöhnlich und sehr geschmacksintensiv. Jetzt sind wir raus, wir fahren bald wieder nach Hause. Das war's hier aus der Arabesque Shisha Lounge in Kaiserslautern von Marco, Lorenz und natürlich mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.